Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Force Unleashed 2. Wir machen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, hoffe ich zumindest. Ich glaube, die Videosequenz hatten wir auch schon gesehen gehabt. Wir müssen nämlich jetzt hier dieses Viech besiegen, was auch immer das genau sein soll. Ich weiß nur überhaupt nicht, wie es geht, aber ich denke mal, das wird sich schon zeigen. Ah, natürlich, kleine Spinnen gibt es natürlich auch noch. Ich habe es auch seit Es hat 2 Tagen schon nicht mehr Schilde. Du musst gespielt. einen Weg finden, sie zu deaktivieren. Okay, Weg finden zur Stille zu deaktivieren, okay. Heißt, so kann ich ihn also nicht Du kannst angreifen. es nicht verletzen. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ah! Gut, jetzt such die anderen. Ah, perfekt. Das scheint richtig zu sein. Ich muss also nach oben drücken, doch. Die Kamera, die hätte sich natürlich auch ein bisschen besser einstellen können. So. Wie sind denn das? 4 Stück oder was? Ja. Anscheinend. Ah, ich muss ganz kurz an der Maus mal anders setzen. Gut, dass der mir nicht hinterherläuft. So. Ah, perfekt. Schilde sind unten, er gehört dir. Autsch. Boah, das sieht ja von fast gar nichts ab. Ich muss mir irgendwas Besseres überlegen. Ja, okay, ich bin fast tot. Vielleicht bringt. Bringt das hier was? Nee, bringt's auch nichts. Warte mal, der liegt jetzt gerade so auf dem Boden. Vielleicht können wir den da derzeit mal schön verletzen. Mach weiter so! Ja, das funktioniert so relativ gut. Hör jetzt nicht auf, du hast es gleich geschafft. Ja, die Spinnen machen es nicht gerade einfach. Gut ist, die Spinnen, die heilen mich zumindest wieder hoch. War da gerade wieder so ein Arschtyp, die da. Oh nein. Ja, komm, hör auf, ich kann nichts machen. Genau, jetzt schießt du auch noch auf die Kiste rauf. Ja gut, ich habe so von Anfang an schon gewusst, dass ich hier failen werde. Ja. Ah, zumindest können wir hier wieder starten. Das macht es ein bisschen einfacher. Gute Arbeit. Deine Schilde sind unten. Warte, der trifft mich in der Luft? Verarschen? Vielleicht soll ich erst noch ein bisschen weggehen und dieses blöde andere Dings da erstmal besiegen. Ja, hau ab. Ah. Bring ihn zu Fall. Ich drücke erstmal die falsche Taste. Hier, kannst gleich Spaß bei dem Kackgegner da haben. Oh, da ist ja noch einer. Das wäre nicht so klug. Der hau ab. Und dieser Arsch, der nervt. Weil er sich auch ständig unsichtbar macht. Autsch. Jetzt hau endlich ab, du nervst. Er ist völlig schutzlos. Ich bin auch gerade völlig schutzlos. Stell dir vor. Sie würden Spinnen, die nerven aber auch noch. So. Sterben die zumindest, wenn ich sie wegschmeiße? Ich hoffe jetzt einfach mal. Noch eine. Ja klar, jetzt rennt er auch noch genau zu mir. Soll man den Spinnen mal ein bisschen wieder Lebensenergie auftanken? Nein, du springst mich nicht an. Vergiss es. Au. Ja. Genau, das Ding fährt einfach raus. Hat wohl die Sicherung überladen. Ja, wenn er mich so oft anspringt, auch selbst nicht verletzen. Ja, ich weiß, ich will die Spinnen verletzen. War hier vielleicht ein Speicherpunkt oder sowas?
Jetzt muss ich hier schon fast die Speicherpunkte ausnutzen. Habe ich Machtwut? Die Machtwut habe ich aber auch. Oh nee, ne? So, dann können wir vielleicht mal die Machtwut einsetzen. Die sind unten, er gehört dir. Ah, jetzt reicht's mir. Boah, das ist extrem laut, aber egal. Wer hat das? Oh. Warum ist der Ton eigentlich so laut, wenn ich die Machtwut aktiv habe? War nicht schon wieder du Arsch da, hau ab. Ja, das Ding fällt wieder trotzdem raus. Du kannst uns nicht verletzen. Oh, scheiße. Nein, nicht die Kiste, das Viech. Ja, komm. Nicht die... Oh, Alter. Das macht's nicht einfacher. Jetzt leg das scheiß Ding da rein, ey. An dem Schild kommst du nicht vorbei. Bring den Kern online. Ja, was denkst du, was ich da machen will? Noch eins. So. Kommt da wieder so eine Welle? Nein, nicht in der Luft schlagen, das Viech schlagen. Also wenn ich jetzt nicht das Ding hochheben, kommt natürlich die Welle. Okay. Okay, jetzt scheint es wohl. Okay, jetzt mal wieder sein Schild verloren. Gute Arbeit. Deine Schilde sind unten. Vielleicht sollte ich nicht so offensiv rangehen. Vielleicht muss ich wirklich mit den Kisten auf den rausschmeißen. Ja, das ist nicht der Gegner. Das ist was anderes. Der Gegner steht da. Da steht der Gegner auch nicht, aber egal. Das ist nicht so schlimm. Hauptsache, es hat irgendwas getroffen. Der Gegner steht aber immer noch davor. Ich ziehe doch sogar zum Gegner hin. Komm. Jetzt glaube ich, dass das Spiel mich verarschen will. Schalte ihn aus! Ja, geht schlecht, wenn mich Spinnen angreifen. Ich glaube, die Spinnen sind auch teilweise wirklich dafür da, dass man wieder Leben kriegt. Oh, scheiße. Kann ich da hochgehen? Ne, kann ich natürlich nicht hin. Ich habe jetzt mal kurz vor meine Ruhe. Bis halt eine neue Spinne kommt. Die Schilde sind aus! Ja, ich weiß, dass die Schilde aus sind. Jetzt. Kann ich ein bisschen Schaden machen. Boah, kann ich mir... ja. Schön draufhauen jetzt. Komm, jetzt geh drauf, du Scheißvieh. So. Fast tot, komm. Für die hier erstmal wieder. Ich hau erstmal wieder ein bisschen ab. Der Arschstein, den nervt mich am meisten eh. Tot, ja, hoffe ich. Genau, bring die Spinnen um.
Kannst du meinetwegen gerne machen. Komm weg mit dir, scheiß Vieh. So. Komm, jetzt stirb endlich. Verstand, schalte ihn aus. Bin fast tot. Okay, wir können ihn finishen, endlich. Was muss ich drücken, was muss ich drücken? Guck schnell an alle Bildschirmränder. Wir können ihn steuern. Welche Taste ist was? Was kann ich jetzt machen? Mach mit ihm einen Spaziergang. Muss ich, glaube ich, wahrscheinlich alle möglichen Gegner hier ausschalten, ne? Das dauert doch ewig. Oh! Nee, ich muss einfach nur damit den Schild ausschalten, alles klar. Alles klar, wir müssen hier also den in den Schild reinlocken. Und dann fliegt er natürlich genau dahin, genau vor das Ding, wo wir hin müssen. So. Was muss ich jetzt machen? Nach oben oder unten? Wahrscheinlich muss ich einfach nur rauf, um jetzt hier hochzukommen, ne? Ja, ja. Hier ist auf jeden Fall ein Holocron. Bin ich heute jetzt hier richtig? Hier war kein Speicherpunkt, oder was? Doch. Wir nähern uns Camino. Alle Schiffe Energie auf die neuer Levelabschnitt. Jawohl, ein Speicherpunkt. Bist du da? Wie ist die Lage, General? Das Imperium hat uns erwartet, Stark. Wir müssen die Y-Wings starten oder das wird ein kurzer Kampf. Räum das Scheiße. Deck frei, Starkiller. Nein, nicht schon wieder von denen. Ich kümmere mich um sie, General. Nicht schon wieder welche von denen. Ich hasse die. Die nerven. Ich riegele den Hangar. Ihre Band scheint ja unsere zu sein, ne? Aus. Ja, wir können mal wieder nach Machtkraft-Upgrades kommen, habe ich noch gar nicht geguckt. Aber die Blitze können wir erst mit 52.000 wieder aufwerten. Denkt man, dass es sein wird? Ja, wie ich einen Blitz mache, weiß ich. Lichtschwertwurf. Den Geistestrick hätten wir später eigentlich auch mal gebrauchen. Aber da warte ich lieber noch. Rückstoß können wir uns auch noch holen. Gut, dann würde ich sagen, sparen wir auf 52.000. So. Das ist, glaube ich, gar nicht mal diese so schlimmen Gegner. Jetzt kommen noch mehr Gegner, oder was? Ja, es war ein AT-ST, alles klar. Oder RT, oder was immer das ist. Erstmal eine schöne ST. So, nicht schon wieder einer von euch. Ich hasse ihn. Ich will auch gar nicht entkommen. Ich will einfach nur, dass ihr weggeht. Boah, Alter, was schießt nämlich alle so ab? Ja, darf ich bitte mal weitergehen? Autsch. Als zweites war auch sau unfair. Ja, das schaffe ich so schon nicht. Das war mir fast von Anfang an klar, dass ich das nicht schaffe. Das Bild gefällt mir aber. Ja. Muss ich jetzt hier wirklich jedes Mal diese scheiß Videosequenz gucken? Das kann ein paar Fails dauern. Das sag ich, das weiß ich jetzt schon. Wir müssen die Y-Wings starten oder das wird ein ja. Kurzer Kampf. Räum das Deck frei, Starkiller. Wir müssen unsere Schiffe rausbringen. Ich kümmere mich um sie, General. Ja, wäre schön, wenn ich die Videosequenz nicht jedes Mal gucken müsste. Das würde mir schon ein bisschen Vorteil verschaffen. Ich riegele den Hangar ab. Schalte diese Enterschiffe aus.
Er ist schon tot oder nicht? Die ATS-Tests, die gehen mir eigentlich wirklich total auf den Sack. Der hält aber ganz schön viel aus, ne? Jetzt kommt sie plötzlich nicht, oder was? Ah, jetzt kommen wir. Kannst du mich irgendwo zurückhalten? Ich habe jetzt auch keine Machtwut, die müsste ich dann noch aufladen mit ein paar Fails. Dann könnten wir natürlich schon mit Machtwut durchgehen. Oder habe ich die schon wieder? Da wird nicht angezeigt. Und ich kann dann natürlich nach da oben hochgehen. Ja, du lebst noch, also verhalte dich auch so, genau. Stell dir natürlich vor, ich lebe noch. Treffe ich den von hier? Wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, dass das nicht wirklich was bringt. Oh, die schießen mich aber wirklich alle gleichzeitig ab, ne? Oh, das nervt total. Die Stelle, die ist verdammt schwer. Und die schießen dann auch wirklich alle gleichzeitig ab. Man kommt da kaum vorbei. Oh, jetzt muss ich den Scheiß wieder gucken. Wir haben gerade mal die Hälfte der Machtwut. Scheiße. Naja, sieht man, dass so eine schwierige Stelle kommt. Starten, oder das wird ein kurzer Kampf. Die Frage ist, bleibt die Aufladung erhalten, wenn ich sterbe? Ich kümmere mich um Sie, General. Oder resettet sich das jedes Mal auch zum letzten Speicherstand? Ich riegele den Hangar ab. Schalte diese Enterschiffe aus. Ja, hä, da hat doch gar nichts gemacht. Also wenn die ATS-Ts kommen, muss ich mich irgendwo verschanzen. Vielleicht stelle ich mich einfach mal auf die Seite. Da oben könnte ich natürlich hingehen. Und jetzt ist es verdammt schwer, weil das natürlich zwei sind. Und dann noch mit den Sturmtruppen. Vielleicht muss ich auch echt versuchen, mehr die Raketen abzuwehren. Das würde ich auch Zielsuchraketen haben. Und dann noch, wie der Arschtyp da ist. Nein, du sollst den finishen. Genau, das sollst du machen. Kamera, bleib bitte so, wie du warst. Muss ich noch schlechter sein, als du so schon bist. Aber der nervt, der Typ da, ey. Nicht locker lassen. Ich verstehe. Feuert auf ihn. Mach den fertig. Mach den kalt. Ja, der ist tot, endlich. Und der soll auch noch sterben jetzt hier. So. Zack. Ich würde sagen, dass wenn die hier fertig sind, dann ein Speicherpunkt kommen, weil ich habe die Vermutung, dass da auch noch einer kommt. Ah, ich habe eigentlich eine andere Taste gedrückt. Aber egal, Hauptsache wir haben es geschafft. So. 1000 brauchen wir noch. So, natürlich kommt da noch einer. Und wie viel diesmal? Oh, drei sogar! What? Verarschen? Räum das Deck frei, Starkiller. Wir müssen unsere Schiffe rausbringen. Ja, lass mich doch erstmal hier überhaupt mal irgendwas freikriegen. Hochverstärkung, wir verlieren Männer! Nicht die Konzentration verlieren! Er ist auf der Flucht. So! Abknallen! Abknallen, ja, toll. Wo kommen die ganzen Raketen denn alle her?
erstmal hier den einen mal finishen. Ah, und Leertaste, so. Den einen gleich auch mit. Und dann wahrscheinlich auch wieder Leertaste, ne? Nee, diesmal Q. Okay. So, jetzt haben wir die erstmal weg. Die Folge Star Wars The Force Unleashed 2 ist damit leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich kannst du auch meinen Kanal abonnieren. Darf einfach in die Mitte klicken. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und von daher, möge die Macht mit dir sein. Ciao.